Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute öffnen wir auf jeden Fall gemeinsam meine 30.0 Top 100 Weekend League Rewards und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir springen jetzt auf jeden Fall zu unseren Rewards. Zuerst einmal zu den Division Rivals Rewards. Da bin ich Rang 1 geworden. Wir nehmen die Untrades. Wir nehmen die Untrades Packs für Messi, La Liga, Player of the Month auf jeden Fall. Will ich mir dann gönnen. Ohne eine Icon SBC mal gucken. Dann, jetzt die Food Champions Rewards. Holen wir uns ab und dann machen wir zuerst die Player Picks. Statt den 125k Packs. Platz 51 sind wir auf jeden Fall letztendlich geworden. Falls ihr das Video jetzt seht, checkt auf jeden Fall mein Top 100 Highlights Video ab. Das ist das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Einfach gerne abchecken. Platz 51, so, wir haben 4 Player Picks statt 5, ist halt ein bisschen bitter. Wären wir 50. geworden, hätten wir 5 Player Picks, aber trotzdem heftig. Chance auf Van Dijk auf jeden Fall. Dann ein 11er Inform Pack, 300k Picks und 125.000 Münzen. So, wir gehen jetzt auch direkt rein zu den Player Picks. Okay, Leute, wir beginnen auf jeden Fall jetzt mit den Player Picks. Unser erster Player Pick, also wir hoffen nur Van Dijk, der Rest ist Schrott. Let's go. Come on, Virgil. Alter. Was waren das? Was sind das für Spieler? Geil, Ødegaard. Okay. Ødegaard haben wir jetzt mal. Jetzt noch 3 Chancen auf Virgil. Virgil van Dijk. Our central hope. We watch him defend. And we watch him score. Was für Müll, Mann. Bitte, Armin, mach's jetzt. Bitte hol uns Virgil, bitte. Oh, das sind immer dieselben Spieler, ich schwör. Ødegaard war bis jetzt 3-mal schon da. Komm. Ja, GG's. GG's an die auf jeden Fall an der Stelle. Was sind das für Player Picks? Top 100 Player Picks. Kommen wir jetzt zu den Big Boys. Also Van Dijk ist auf jeden Fall schon mal weg. Das ist sicher ein Zeichen, dass ich hier nicht ins Team einbauen soll. Wir haben jetzt 300 K-Packs, 235 K-Packs, 225 K-Packs. Das 11er Inform-Pack öffnen wir nicht, Leute. Das lohnt sich nicht. Auch wenn jetzt die einen oder anderen in den Kommentaren vielleicht meckern so. Aber das lohnt sich nicht, Leute. Niemand, gefühlt niemand hat das gezogen. So, Leute, wir sind jetzt bei unseren Packs angelangt. Wir haben hier, ich glaube, die heftigsten Packs, die ich jemals hatte. In der Liste. Wir fangen direkt an mit den 35k Packs. 2 Stück haben wir. Ich gehe direkt rein ins erste. Es sind heftige Champions League Spieler da. Ich habe extra auf sie gewartet. Und der fährt nicht rein. Nice. Komm jetzt. Bitte zumindest rein. Der fährt auch nicht rein. Nice, let's go. Bis jetzt kein Board gehabt. So Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu unseren 225 K-Packs, die Untrades sind und wir brauchen jetzt heftige High-Rated-Spieler. Und wie ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt, sie haben jetzt das Pack-Design geändert und sieht auf jeden Fall heftig aus. Ich ziehe jetzt das erste 125 K-Pack, hoffentlich ist was Heftiges drin. Komm, bitte, Jay, belohn mich für diese WL, bitte, Jay, bitte, Jay. Oh Gott, das ist so Schrott. Komm jetzt, PlayStation, geh ab für Messi. Komm jetzt. Komm. Oder was ist das? Europa League. Nee, Europa League. Trotzdem, man kann Walkout. 1% Wahrscheinlichkeit, lieber habe ich einen Walkout drinnen als Saniolo. Was sind das für Packs bis jetzt? Ehrlich, 225 K-Packs, kein Walkout. Jetzt sind wir bei den Tradable Packs, Leute. Am ersten. Wir gehen einfach mit dem ersten. Ihr kommt jetzt drauf nicht klar. Ihr kommt drauf jetzt nicht klar. Walkout, okay. Bosnien. Nice. Heißt, da kann ich mich nicht mal freuen. Also ehrlich nicht. Da kann ich mich nicht freuen. Mein Landsmann hier im Pack zu sehen, der
10k kostet. Ne. Was sind das gerade für Packs, Mann? Leute, wir haben nur noch 200k Packs. Davor hatten wir einfach 225k Packs. Und 100k Pack. Sind wir 100k Pack wieder? In Form? Nichts. So, wir gehen jetzt ins letzte Pack. Bitte gönn ihn. Gönn jetzt einfach irgendwas hier. Bitte. Walkout wieder. Espanja! Ha, ha! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Messi! Ja! Ja! Bevor wir jetzt mit dem Video beenden, habe ich nochmal 40 Euro aufgeladen. Ich gehe nochmal raus an Chris Cross und Philipp Kerbling auf für die Spenden. Das ist aufgeladen vom PayPal und jetzt gönnen wir uns auf jeden Fall noch zwei Packs. Frustpacks sind das auch. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier auch so ein Pack-Opening mache, so in der Richtung. Ja, ich hoffe einfach, dass jetzt EA uns gönnt. Wir gehen einfach rein. FIFA Points sind gedrückt. Alter, einfach 2000 FIFA Points und Carpack. Bitte, EA, bitte, EA. Bitte, bitte. Walkout in Form. Niederlande. Oh mein Gott, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen schon. Ich habe so diesen Innenverteidiger gesehen. Oh mein Gott. Irgendwas dahinter? Tadic, alles klar, Mann. Ziehen jetzt noch eins, Leute. Dann war es das auf jeden Fall mit dem Video. Mehr kann ich leider nicht aufladen. Komm von den ehrenhaften Spenden. Komm jetzt, bitte, bitte, komm jetzt, bitte. Ja, okay. Ja. Walkout, okay. Und es ist Skriniar. Das war's auf jeden Fall mit dem Video, Leute. Lasst mir eine positive Bewertung da. Ich bin auf jeden Fall raus und wieder schon reingehauen.